Liebe Freundinnen und Freunde, die Bibel, sie ist ein heiliges Buch. In ihr sind alte bis uralte Texte aufgeschrieben. Es sind Gedichte, Lieder, prophetische Schriften. Es ist eigentlich eine Art Bibliothek mit vielen, vielen Sorten von Schriften, Berichten. Wenn man die Bibel einfach so aufschlägt und darin blättert, darin liest, kann es sein, dass man nur Bahnhof versteht. In dieser Bibliothek, in dieser dicken Bibel, das Erste und das Neue Testament, hat es sehr viele tröstliche Worte. Manche sind weltberühmt geworden, so fast wie Sprichworte. Es hat aber auch Schwieriges, manchmal Langweiliges. Und es gibt Texte, die mich herausfordern und solche, die mich sogar wütend machen. Am gestrigen Sonntag wurde in vielen christlichen Kirchen eine solche Textpassage gelesen. Sie handelt von Jesus und einer Frau, sie ist eine Ausländerin, die eine kranke Tochter hat. Sie hat von Jesus, dem Heiler, gehört und sie geht zu ihm und sie möchte, dass er ihre Tochter heilt. Aber jetzt geschieht das Unfassbare, das mich auch wütend macht. Sie blitzt ab. Die Geschichte zeichnet Jesus als einen wirklich arroganten und ich muss es leider sagen, blöden Typen, der die Frau dreimal, wirklich dreimal im Regen stehen lässt und sie geradezu demütigt. Es ist so unglaublich, diese Geschichte im Matthäusevangelium, da könnt ihr sie nachlesen im 15. Kapitel, dass ich jetzt diese Passage vorlese. Es heißt da Folgendes: Jesus ging danach weg und zog in das Gebiet von Tyros und so weiter und seht, eine kananäische Frau aus jener Gegend kam herbei und schrie: Erbarme dich meiner, Jesus, Nachkomme Davids, meine Tochter ist krank durch einen Dämon. Jesus antwortete ihr mit keinem Wort. Seine Jüngerinnen und Jünger kamen dazu und baten ihn: Befreie sie, denn sie schreit hinter uns her. Er sagte: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels gesandt. Sie aber, die Frau, kam, fiel vor ihm nieder und sagte: Hilf mir, Jesus! Er antwortete: Es ist nicht gut, den Kindern das Brot zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Und sie sagte: Ja, das stimmt. Doch die Hunde fressen von den Krümeln, die vom Tisch der Menschen fallen. Da antwortete Jesus und sagte zu ihr: Frau, dein Vertrauen ist groß. Es geschehe dir, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Ja, das ist die Geschichte aus der Bibel. Wenn ich meinen Ärger über den von mir geliebten und verehrten Jesus auf die Seite lege, ja, Jesus ist mein Rabbi, dann realisiere ich immer wieder, dass diese Ausländerin Jesus quasi bekehrt hat. Er hatte einen innerjüdischen Röhrenblick oder einen patriarchale Bubble, in die er eingesperrt war. Und sie hat seinen Blick durch ihre Hartnäckigkeit und auch durch ihre Liebe zur eigenen Tochter geweitet. Ich ziehe den Hut vor dieser Frau und auch vor Jesus, der sich ändert. Irgendwo in der Bibel, als Jesus noch ganz klein war, steht der Satz: Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit und die Gnade Gottes lag auf ihm. Ja, wie tröstlich, dass Jesus, auch Jesus, wuchs, zunahm an Weisheit und sich sein Bewusstsein weitete. Ich wünsche euch viel Hartnäckigkeit und Durchhaltewillen. Gewisse Anliegen, Ideen und Pläne, sie brauchen zweimal und dreimal, bis sie gelingen. Wo immer ihr seid gesegnet. Seid ein Segen.